Eine wahrhaft märchenhafte Kulisse empfing die Besucher am Samstagabend im Vilshofener Atrium. Es war eine musikalische Vorabbescherung, die die Organisatoren für die rund 600 Zuschauer vorbereitet hatten. Passend dazu übernahm die Begrüßung ein himmlischer Bote, das Vilshofener Christkindl. Wie jedes Jahr in dieser Zeit, da die Häuser sind geschmückt und in die Herzen zieht ein das Glück, haben wir euch die Weihnacht der Stars gebracht. Als Musik zum schönsten Fest ist sie gemacht. Regina Engel, die Bayerische Sieben, der Fernando Express oder Tiroler Blut. Nur einige erlesene Namen auf der Liste der musikalischen Gäste, die Moderator Armin Stöckel begrüßen durfte. Höhepunkt der Veranstaltung war aber sicher der Auftritt von Graham Bonney. Der Engländer sorgt auch nach 40 Jahren auf der Bühne immer noch für Stimmung, wie kaum ein zweiter. Sowohl Bonney als auch alle anderen Künstler stellten ihre Auftritte in den Dienst der guten Sache. Der Erlös der Gala kommt der Vilshofener Hilfsorganisation The World for Children zugute, die vor allem Kinder in Bolivien unterstützt. Rund 6.000 Euro kamen so am Samstagabend zusammen. Dass die Weihnacht der Stars bei den Künstlern so beliebt ist, liegt aber sicher auch daran, dass die Veranstaltung weltweit übertragen wird. Über 6 Millionen Menschen auf 12 Fernsehsendern können sie so sehen. Es ist ganz fantastisch, weil man sich eigentlich denkt, es schauen ja Amerikaner, also nicht nur deutsche Amerikaner, sondern auch wirklich Amerikaner zu. Und da kriegen wir teils Briefe, natürlich in Sprachen auch, die wir oft so gar nicht entziffern können. Aber komischerweise ist auch Deutsch gesungenes im Ausland sehr, sehr beliebt. Vielleicht sogar noch beliebter wie bei uns. Obwohl man sich das bei solch einem begeisterten Publikum wie in Vilshofen kaum vorstellen kann. Eine Woche ist noch hin. Bis zu Heiligabend und das ist eine gute Einstimmung. Ja, es ist sehr stimmungsvoll und die Dekoration finde ich vor allem sehr gelungen. Mir hat sehr gut gefallen, ja. Sehr gut. Wir haben das dritte Mal schon da und werden wir wiederkommen. Irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, man weiß es nicht. Was man aber schon weiß, die Weihnacht der Stars wird es auch im kommenden Jahr wieder in Vilshofen geben. Und sogar das Datum steht schon fest. Wenn Sie bei der Jubiläumssendung der 20. Ausgabe dabei sein wollen, sollten Sie sich den 15. Dezember 2012 schon mal vormerken. Die Aufzeichnung von heuer, die sehen Sie an Heiligabend auch hier bei DonauTV.